Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativkirche.de. Ich durfte helfen bei dem Austausch von einer Steuerung, von einer Hebeanlage, die war kaputt und der Hersteller wollte eine Unmenge dafür. Deswegen wurde ich da gefragt zu helfen und darf euch hier das zeigen. Der große Behälter hier in der Mitte, das soll also die Hebeanlage sein und dann ist hier eben die Pumpe dargestellt, die das Schmutzwasser dann wegfördert. Es gibt hier eine Einstellung für Wert oben und Wert unten, also wann die Pumpe ein- und ausschaltet und in der Mitte hier sieht man noch den aktuellen Wert und es ist zusätzlich noch als Grafik hier dargestellt. Im Gespräch mit dem Elektriker sind wir so drauf gekommen, dass man eben minus 100 und plus 100 macht, dass man sagt 0 ist eben hier, minus 100 und plus 100 nach unten und nach oben. Da kann man sich jetzt überstreiten, aber so war das eben gewünscht. Wenn der Wert jetzt eben langsam steigt, dann geht eben die Pumpe an. Man sieht es, der Ausgang hier hat geschaltet. Man sieht es jetzt auch hier, die Pumpe dreht sich und fördert das Wasser weg. Und wenn jetzt der Stand sinkt, dann sieht man, dass die Pumpe jetzt gleich ausgeht beim Sollwert. Im Grunde ist ein ganz einfach Schwellwertschalter, der eben hier zwischen 30 und minus 30 hin und her pendelt. Man kann jetzt hier eben den Sollwert einstellen, wo man eben sagen kann, zum Beispiel auch minus 60. Jetzt würde die Pumpe wesentlich später natürlich dann, wenn sie eingeschaltet hat, ausgehen. Die beiden Werte waren gewünscht, weil man jetzt vor allem am Anfang da noch ein bisschen schauen wollte, wie regelt sich das denn ein. Und auch wenn die anderen Steuern kaputt gehen, die haben mehrere Hebeanlagen, dass man das hier ein bisschen individuell anpassen kann. Zusätzlich gibt es einen Schalter für Pumpe ein. Damit kann ich die Pumpe eben, wenn ich reinigen will oder irgendwas, kann ich dann eben die Pumpe hier von Hand ein- und ausschalten. Ausschalten tut sie dann eben, sobald der Wert eben erreicht ist. Dann gibt es noch eine weitere Funktion. Wenn der Wert über 90 steigt, dann kommt eben hier eine Alarmmeldung, wie man hier sieht. Die Störung ist auf eine GLT geschaltet und über einen digitalen Kontakt wird dann der Hausmeister informiert. Das Blinken kommt jetzt daher, weil mein Potti nicht so ganz gut ist und ihr seht, der Wert springt hier ziemlich hin und her und sobald er eben unter 90 ist, verschwindet die Störmeldung. Deswegen flackert die LED auch hier gerade so. Das hat nichts mit dem Programm oder der Hardware zu tun. Das ist schon das ganze Programm für die Hebeanlage. Was hier noch fehlt, ist ein digitaler Eingang von dem Motorschutzschalter. Da war aber noch nicht ganz klar, wie wir das machen. Ich mache es mal größer, dass man es besser sieht. Es beginnt also hier beim Start. Danach kommt ein Scale-Block oder eine Scale-Funktion, mit dem ich eben meinen analogen Eingang skaliere. Ich habe hier 5 Volt, deswegen 0 bis 2025. Und der Ausgang, wie gesagt, mit minus 100 bis 100. Hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht, aber sowas eben gewollt. Der Wert wird dann in analog 1 gespeichert. Ich habe mir das angewohnt, einfach analog 1, 2, 3, 4, 5 draus zu machen. Das ist einfacher, finde ich, als dem irgendwelche Namen zu geben. Danach kommt hier also die Störmeldung. Ich kann es hier mal machen. Wir können auch umschalten. Wenn jetzt also der Wert größer als 90 ist, dann kommt eben die Störmeldung. Dann schalte ich hier den Outbit D2 ein. Das ist eben mein digitaler Kontakt, der später auf die GLT geht. Sollte alles in Ordnung sein, wird er eben ausgeschaltet bzw. bleibt ausgeschaltet. Das gleiche mache ich hier auch mit der Handfunktion. Wenn also Hand ein ist, dann wird also einfach alles übersprungen und es geht direkt hier auf meine Funktion einschalten. Wichtig ist natürlich, dass die Störung als allererstes kommt, die als allererstes abgefragt wird, denn es ist ja die wichtigste Funktion. Das heißt, erst die Störmeldung, dann hier eben die Handebene und danach kommt der Automatikbetrieb. Im Automatikbetrieb habe ich mir das einfach gemacht, wie ihr seht. Ich habe hier einfach Ja und Nein vertauscht. Bedeutet also, wenn ich jetzt ausschalte, dann ist automatisch die Funktion hier noch ein. Und erst wenn der Wert dann eben größer als ist, dann schalte ich eben das Nein. Das ist ja immer so, hier hätte man eben auch eine kleine Als-Funktion nehmen können. Ich habe jetzt eben größer als für beide genommen. Und wie man sieht, jetzt sind eben beide ein. Und erst später dann kommt eben das Aus, wo ich dann eben das Nein als Aus verwende. Wenn der Wert eben groß genug ist, dann schalte ich eben meine Pumpe ein. Ich starte den
Timer, beziehungsweise ich lasse ihn erneut starten und dann jede Sekunde eben zähle ich plus 1 und so zähle ich immer 1, 2 und damit lasse ich eben meinen Motor sich drehen, beziehungsweise auf dem HMI, als ob es sich dreht. Das hätte man auch ganz einfach mit einer Turn-On-Off-Funktion machen können, weil ich aber Animation immer mit diesem plus 1 mache, habe ich das automatisch hier so gemacht. Mehr ist es gar nicht im Flow-Builder. Natürlich noch die passende Modbus-Zuordnung hier. Und jetzt schauen wir uns noch kurz das HMI an. Das HMI ist auch nicht viel. Ich meine, die Grafik hätte man vielleicht schöner machen können. Vielleicht mache ich das auch noch. Das war jetzt eher so erstmal schnell, dass es funktioniert. Denn die Anlage hing damals noch an einem Schwimmerschalter dran, der die Pumpe eingeschaltet hat. Und deswegen hier mal ein bisschen schnell. Muss ich eigentlich auch gar nicht so viel dazu sagen. Hier habe ich eben ein Bar Graph verwendet zum Anzeigen lassen. Hier hätte man, wie gesagt, vielleicht einfach auch ein Viereck oder so nehmen können. Das ist jetzt aber vielleicht der Schnelle geschuldet. Dann beim Hand ein Aus ist bloß wichtig, dass man das in Word nimmt. Einfach damit ich bei jedem Drücken einen Wechsel von Hand auf Automatik habe. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein bisschen Lust drauf machen, die ACE auszuprobieren und zu verwenden.